So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Super Mario 64. Im letzten Part habe ich gelernt, dass Atlantis Aquarius gar nicht so schlimm ist, wie ich gedacht habe. Ist sogar recht angenehm, tatsächlich. Bloß ich bin dumm. Ich wollte eigentlich den Wasserstand ganz niedrig haben erstmal. Naja, gut, dann holen wir uns einfach den ganz niedrigen Wasserstand. Aber ich muss sagen, ich habe nicht im Kopf gehabt, dass Atlantis Aquarius so angenehm sein kann. Es ist angenehmer, als ich erwartet hätte, also wirklich. Ist mir neu, aber gut. Bei den 100 Münzen haben wir eigentlich auch keine Probleme. Wir hatten die ja fast im letzten Part schon geholt, bloß man kann, glaube ich, nicht alle bekommen. Also vielleicht unter irgendwelchen dummen Umständen habe ich Münzen nicht gekriegt oder so und hätte mit denen wahrscheinlich dann die 100 sogar in dem Bereich voll gehabt, aber naja. Ist ja egal, müssen wir es halt nochmal machen. Es geht auch relativ schnell, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also, es gibt wirklich fix hier die Münzen zu sammeln. So, dass wir da eigentlich uns gar keine Bedenken haben brauchen, dass wir hier allzu lange in diesem Level festsitzen. Sterben ist ja auch eher schwierig. Von daher sehen wir es uns nach und holen jetzt einfach zusammen mit den 8 roten Münzen die 100 Münzen. Wir nehmen hier alles mit, weil ich nicht weiß, wie viele Münzen es drüben gibt. Aber hier gibt es reichlich, allein durch diese Blöcke gibt es wirklich viele Münzen, was ich überhaupt nicht im Kopf gehabt habe. Ich möchte nicht von dir geworfen werden tatsächlich, aber ist okay. Ist okay, wenn es sein muss. Wir müssen uns auch noch die blauen Münzen unten holen, das hätte ich fast vergessen. Die hätte ich fast verpeilt, du. Die hätte ich fast verpeilt. Aber die holen wir uns jetzt natürlich schnell. Nämlich auch schon mal wieder 40 extra Münzen oder so. Auf jeden Fall reichlich. Ja, Wunderbärchen ist das. Das geht eigentlich locker flockig tatsächlich. Ich weiß nicht, was ich gegen Atlantis Aquarius die Jahre über gehabt habe. Wer weiß, warum ich so dumm war und immer Atlantis Aquarius beschimpft habe. Die Welt ist sogar eigentlich recht angenehm. Also damit ist es offiziell, grüne Giftgrotte ist meine offizielle Havswelt. Eine würde ich noch sagen, dass es potenziell eine Havswelt sein könnte, aber die habe ich nicht richtig im Kopf, von daher will ich mich da gar nicht festlegen. Und zwar, ihr wisst es sicherlich schon, die Regenbogenraserei ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingswelt. Aber ich habe sie nicht mehr so gut in Erinnerung. Vielleicht ist die auch angenehmer, als ich denken würde. Kann durchaus sein. Von daher lege ich da kein Urteil fest. Ich meine, hier habe ich jetzt auch falsch geurteilt. Über eine doch ruhig durchaus solide Welt eigentlich. Also wirklich. Sie ist durchaus angenehm. Nicht erwartet und daher sehr überraschend. Naja, gut. Wunderbärchen, 84 Münzen haben wir und ein paar gibt es auch drüben. Ich meine, wir müssen jetzt nicht unbedingt alle hier sammeln. Wir müssen ja eh noch 8 Münzen sammeln. Also rein theoretisch können wir jetzt schon rübergehen, aber ach, wieso uns den Spaß nehmen lassen, den Klops hier noch wegzuschmeißen. Warum uns diesen Spaß nehmen lassen, frage ich euch. Da gibt es für mich keine Ausreden. Den Spaß nehmen wir mit. Frage ist, wie komme ich jetzt in den Käfig rein von dem Atlantis-Ding? Kann ich da jetzt schon reinkommen? Kann ich da von hier aus reinkommen? Guten Tag. Oder muss es von ganz unten geschehen? Nee, ne? Nee, es geschieht nicht von ganz unten, es geschieht von ganz oben, wenn überhaupt. Müssen wir gleich mal gucken, wie wir da hineinkommen. Auf jeden Fall von ganz oben irgendwie. Muss es geschehen. Vielleicht auch über den Weg, den wir hier bei dem einen Stern brauchten. Gibt bestimmt einen leichteren Weg. Beim nächsten Mal springen wir natürlich versuchen wir ganz nach oben ins Bild zu springen. Habe ich jetzt nur nicht gemacht wegen den Münzen, die wir hier einsammeln wollten. Aber beim nächsten Mal machen wir das mal. Springen wir mal von ganz oben hinein. So, ganz vorsichtig, also nicht so vorsichtig, aber ein bisschen vorsichtiger hier sein. Frage ist, wie kommt man da rein? Also ohne das... Na, von hier schaffe ich es nicht. Das steht fest. Von wo aus kommt man da rein, frage ich euch gerade.
Das frage ich euch. Sagt es mir also. Das ist interessant. Dass ich gerade absolut keinen Plan habe, wie man da reinkommt, ohne dass man irgendwie den Wasserstand von ganz oben direkt hat. Diese Plattform? Eigentlich auch nicht, oder? Irgendwie muss man ja da reinkommen. Da kann man irgendwie ganz lustige Sprünge machen. Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Von daher würde es mich wundern, wenn wir das von hier aus machen könnten. Gibt es hier noch eine höhere Plattform, also noch ein höheres Ding, wo sowas drauf ist, wo so ein Messstand drauf ist? Oder muss ich es tatsächlich mit der Bombe machen? Ist es nur mit der Bombe möglich? Kann das sein? Kann das? Könnte durchaus sein. Selbst zur Bombe hochzukommen ist ja ein Unterfangen für sich. Von daher, Dudes and Dads, was geht? Wir kriegen das schon noch hin. Also macht euch da mal keine Gedanken. Ich dachte eigentlich, das wird hier eine leichte Mission, aber irgendwie sollten mich meine Sinne trügen. Und es ist gar nicht so leicht, hier zu irgendwas durchzudringen. Aber gut, wir müssen ja eigentlich von dieser Plattform aus irgendwie da raufkommen. Was anderes gibt's ja nicht. Es gibt ja auch keinen Stand, der es noch höher stellt, oder? Also nicht, dass ich es sehen würde. Sagt mir nicht, man muss direkt ganz oben reinspringen und man kann das erst beim zweiten Durchlauf holen. Oh, bitte sag mir das nicht. Wir werden die Tür jetzt so lange probieren, bis wir da irgendwie rankommen. Okay. Ich habe nichts gesagt. Alles ist im Butter. Hallo, ich mache die Kanone zum Abschuss bereit. Ja, Wunderbärchen. Ich denke, man kann auch irgendwie da reinspringen, aber... Ich denke, der realistischste Weg ist tatsächlich über diese Kanone. Würde ich jetzt mal so vermuten. Vielleicht schieße ich mich jetzt auch einfach komplett aus dem Aus. Und alles war für die Katz. Aber dann ist es halt so. Dann akzeptiere ich das, dann ist es halt doof gelaufen, aber... Müsste ich dann akzeptieren. Was ist das überhaupt für ein Block? Habe ich den aktiviert? Ganz ehrlich, bevor wir jetzt hier irgendwie dumm verkacken... Versuche ich diesen Block da zu aktivieren und hoffe, dass da einfach mal noch 10 Münzen drin sind. Hä, wo war dieser Block? Hä? Achso, da oben. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht wieso, welche Münzen wir ausgelassen haben, aber man hätte es rein theoretisch schon schaffen können, den Stern sich zu holen. Natürlich ist er jetzt da ganz blöd ganz oben gelandet. Aber okay. Kein Problem für uns. Kein Problem. Ja, gut. Halt, dass man zu dem Atlantis-Bereich so doof kommt, das wusste ich nicht mehr. Das ist aber auch das einzig Doofe jetzt an dem Level, würde ich behaupten. Der Rest ist okay. Der Rest ist echt okay gewesen bis hierher. Gut, wir hätten vielleicht auch schon im letzten Part die 100 Münzen holen können. Ist jetzt dumm gelaufen, dass ich es nicht besser wusste. Aber hey. Schieß uns mal da durch. Wird schon nicht richtig sein, würde ich sagen. Hä? Ich guck gleich nach, wie wir da zu dem Atlantis-Bereich kommen. Ich weiß, dass man auch dumm hinspringen kann, aber... Also bin ich der Meinung, dass man irgendwie da relativ dämlich hinspringen konnte, aber... Irgendwie scheint das für mich nicht zu funktionieren. So, wir schießen uns jetzt einfach bis ganz ins Aus, hoffentlich. Schieß mich jetzt ganz hoch. Ich hoffe, dass wir irgendwie hier hinten ankommen. Ja, sieht gut aus. Das sieht gut aus. Wie Mario da flog, das war Wunderbärchen. So, jetzt geht's durch den langen Tunnel des Luftanhaltens für Mario. Aber hey, das kriegt da hin, nicht wahr? Das kriegst du doch hin, Mario. Was sehe ich dir an? Du musst stark sein und ein bisschen
ein bisschen Luft anhalten. Das ist doch nichts für dich. Ich meine, andere hier können auch ohne irgendwas schwimmen. Wenn du hier halt mal die Luft an, mein Freund. Kann doch bestimmt hier irgendwie das Wasser senken, nicht wahr? Müssen wir wahrscheinlich auch für die roten Münzen. Habe ich so das doofe Gefühl. Bloß wo? Das ist die gute Frage. Da ist es ja. Wusste ich doch, dass wir irgendwie Wasser hier senken können. Damit Mario hier auch stehen kann und Sachen einsammeln kann. So, was machst du? Machst du irgendwas? Ich sehe nicht, was du machst, aber irgendwas musst du ja machen. Du aktivierst hier die Klötze, ne? Okay. Gut zu wissen. Nice to know. Ich habe hier ehrlich gesagt keinen Plan, wo hier die Münzen sind, aber so groß ist das Gebiet ja nicht. Wollte nur das Leben haben. Gut, kein Leben für mich. Ist mir auch recht. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall dann auch durch. Das sehe ich schon. Da müssen wir bestimmt irgendwie von oben kommen. Probieren wir es erstmal hier hoch. Sagte er und fiel sofort wieder runter. Das ist mir die richtige Art. Das ist richtig. So machen wir es fein, nicht wahr? Um Gottes Willen, Mario. Okay, der Atlantis-Teil ist dümmer, als ich dachte. Aber ist okay. Stimmt, das rote Münzen sammeln war hier irgendwie sehr ekelhaft. Naja, was heißt ekelhaft? Es war ein bisschen nervig, aber hey. Es muss auch solche Missionen geben. Das wissen wir auch alle. Immerhin haben wir die 100 Münzen. Das ist schon ein großer Vorteil. So, hier ist doch auch eine rote Münze drin. Das sehe ich ihr doch an. Ja, jetzt reichlich Münzen gegeben. Ich weiß. Aber nun ist es nun mal so, dass wir hier nicht alles gesammelt haben. Beziehungsweise, dass wir alles im Vorfeld schon gesammelt haben. Und daher hier nicht alles sammeln müssen. Ist doch auch ein Vorteil, den wir nicht bedauern müssten. Meine Güte, Mario. Diese olle Spinne da ist aber auch ekelhaft, ne? Nervt mich ein bisschen. Dafür stirbt die jetzt erstmal. Okay, hier erscheint dann auf jeden Fall der Stern, den wir hierfür bekommen. Hier ist doch auch noch was drin. Lügt mich nicht an. Ich sehe es ihm noch an, diesem verschmitzten Paket. So, können wir eigentlich nochmal den Wasserstand erhöhen? Das ist so die Frage, die ich mir gerade stelle. Ich glaube, wir müssen es für gewisse Dinge tun, oder? Guck mal, hier kannst du dich doch... Wow. Ich wollte gerade sagen, hier kannst du dich doch festhalten, Mario, oder? Bist doch nicht blöd. Ja, okay, man muss sogar den Wasserstand hier nochmal erhöhen, ne? War mir auch so. Alles andere erschien mir schier unmöglich. Irgendwie. Gibt es einen Mittelstand, wie wir das Wasser senken können? Ist jetzt so die nächste Frage, die ich habe. Weil irgendwie müssen wir auch hier drankommen, ne? Irgendwie so einen Mittelstand scheint es nicht zu geben. Weil wir können so nicht tauen. Das ist halt die große Kacke daran, dass wir so nicht hauen könnten. Ich liebe es. Will ich euch nochmal mitteilen, ich liebe es. Da. Okay, da ist zumindest der andere Stern, den es in dieser Welt gibt. Ist ja auch nice to know, nicht wahr? Ist ja nice to know. Okay, ich verstehe, ich bin dumm. Wir können auch einfach hier mit Metall Mario dann dahin springen, wo wir müssen. Oder auch nicht. Weil er halt viel zu lahmarschig sinkt. Ist, dass wir irgendwas anstellen könnten. Hä?
Jetzt bin ich total überfragt, Leute. Da ist jetzt hier Polen offen. Ich bin maximal überfragt. In diesem Part geht ja scheinbar in keine neue Welt erstmals. Sonst haben wir eigentlich immer gehabt, dass wir zwei neue Welten oder eine weitere Welt in diesem Part sehen. Aber ich glaube, in diesem wird es nicht so sein, weil ich gerade das Konzept nicht so ganz verstehe. Das heißt, das Konzept, das ich verstehe gerade nicht so ganz, wie ich es machen soll. Außerdem finde ich gerade, da ist die Absenkung. Okay, die habe ich gerade nicht gefunden. Aber da ist sie ja. Bisschen merkwürdig. Irgendein Weg wird schon geben, dass wir da an die höheren... Okay, ich habe eine Vermutung. Das muss ja zu irgendwas gut sein hier, dieser Schalter. Zu irgendwas muss der gut sein. Ich weiß nur noch nicht zu was. Was macht er denn? Wenn ich herausfinden könnte, was er macht, das wäre große Klasse. Finde ich aber nicht heraus. Daher ist es keine große Klasse. So, haben wir hier irgendwas? Hier ist eine Münze. Wahnsinn. Die habe ich gesucht und gefunden. Nein, eigentlich nicht. Ich bin ein bisschen überfordert gerade mit dieser Situation. So weit war ich noch nie. In Atlantis Aquaris. Doch, eigentlich schon, aber das war privat. Um Gottes Willen. Okay, wir müssen auf jeden Fall darauf. Wie kommen wir da rauf, ohne dass wir runterfallen? Gar nicht. Okay, doch, ich habe eine Vermutung. Probieren wir es mal mit einem Dreisprung. Einen gezielten. Erstmal sollten wir einen gezielten Wandsprung hinbekommen. Damit wir hier wieder raufkommen. Und dann probieren wir es mal mit einem gezielten Dreisprung, nicht wahr? Ich sagte Dreisprung, nicht Doppelsprung. Mario, was ist daran nicht zu verstehen? Scheinbar einiges. So, ein weiterer gezielter Dreisprung hätte ich jetzt gerne. Ich weiß, das ist gerade etwas hakelig, diese Situation, aber wir kriegen sie noch in den Griff. Vertraut mir da. Ich hab's euch versprochen und wir kriegen es auch hin. Oh, wenn Mario dann hier mal einen Dreisprung machen würde. Aber das macht er ja nicht. Er hält sich für was Besseres, darum macht er keinen. Mario, soll ich dir was verraten? Du bist nichts Besseres. Du bist ein Klempner, der ab und zu irgendwelche lustigen Drogen konsumiert und sich damit ganz krass fühlt. Vielleicht durch den Baum? Das habe ich noch nicht probiert. Über den Baum halt irgendwie. Kommen wir über den Baum hoch? Nee. Hätte ja sein können, dass wir hier lustige Spirenzchen machen können mit dem Baum, der sich gefühlt gerade gedreht hat. Doch, 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 doch. Über den Baum geht's. Ha! Ich wusste, dieser Baum würde mir nützen. So, jetzt noch darüber. Zwischen diesen beiden Gebäuden. Ja, ich weiß, wir brauchen gerade extrem lange dafür. Länger als mir lieb ist und euch wahrscheinlich auch, aber ist halt nun mal so. Manchmal ist das so. Ich glaube, das kriegen wir hier auch mit so einem Wandsprung hin, ne? Ja, sehr sicher. Sehr sicher bin ich mir da sogar. Wunderbar. Und auch dich noch. Und dann haben wir es auch. Und dann haben wir es auch geschafft, wollte ich sagen. Und darf ich jetzt auch sagen, nur den Stern einsacken und dann ist hier Schicht im Schacht mit dem Rumgehangle hier von den Münzen. Müssen wir im nächsten Part noch, oder in diesem Part, nicht im nächsten, laber ich hier schon wieder. Müssen wir nur noch das mit der Kappe machen und dann haben wir es auch geschafft. Da bin ich dann sehr stolz auf mich, das war Atlantis Aquaris doch, also gut, dieser Part war jetzt ein bisschen hakelig, bin ich auch der Meinung, ich weiß. Ich weiß, es war ein bisschen scheiße jetzt, aber halt, sonst bin ich sehr zufrieden mit Atlantis Aquaris. Ich hätte gedacht, ich brauche länger. Hätte ich so nicht erwartet. Aber gut.
holen wir uns noch das letzte. Ungut ist. Ich bin schon wieder falsch reingesprungen. Meine Güte, wann lerne ich es endlich? Tut mir leid, dass ich irgendwie das jedes Mal verkacke. Mit dem Reinspringen ins Bild. Naja. Bisschen Laufweg. Brauchen wir doch auch mal. Ah, schade. Ich dachte, ich kann es stylisch machen. War wohl Fehlanzeige. Ich wollte es halt, ich wollte mal wieder angeben hier, aber hat nicht so gut geklappt, wie man vielleicht sieht. Hat nicht so gut geklappt mit dem Angeben. Du aller Angeber, du. Nee, nee. Es tut mir leid. In diesem Part werden wir dann auch keine neue Welt mehr anbrechen. Es tut mir leid, dass wir ein bisschen verkackt haben bei den Münzen. Aber wer konnte das denn riechen? Ich auf jeden Fall nicht. Ich konnte nur mich selbst riechen. Und das übertüncht alles. Nein, so stark. Ich stinke eigentlich nicht. Also von daher war das jetzt eine reine Übertreibung. Also ich werde jetzt von mir selbst behaupten, dass ich nicht stinke. Merkt doch keiner, wenn ich stinke. Oder so ähnlich. So, dann lassen wir uns mit der Kanone wieder rüberschießen und halt, ja, es war ein bisschen Probleme nach Atlantis überhaupt zu kommen oder in die Stadt da hinten. War ein bisschen problematisch, weil wir auch nicht wussten, wie wir hier jetzt rüberkommen und bliblablub. Aber hey, wenn wir diese Welt in diesem Part abschließen, dann ist das auch okay, denke ich. Man muss ja nicht immer so viel Fortschritt erreichen. Wir haben einen guten Fortschritt erzielt in den letzten Parts. Und dann ist es halt mal einer, wo wir ein bisschen weniger Fortschritt haben. Aber das macht gar nichts. Immerhin weiß ich jetzt, wie wir hier langkommen und wie alles geht. Und das ist die Hauptsache. So, wir müssen jetzt nur noch halt das Wasser hier ablassen, quasi dann mit der Tarnkappe ein bisschen rumhüpfen. Und dann wird das schon alles ganz gewohnt seinen Weg gehen, ne? Gucken, ob ich diese Mission relativ schnell schaffen kann oder ob sie mir sofort einen Strich durch die Rechnung machen. Ich würde ganz gerne direkt das Wasser absenken, werde aber vermutlich Probleme dabei haben, das Ding zu finden. Wir sammeln erstmal Münzen ein. Ich finde bestimmt das Ding wieder nicht. Also bei den Bäumen war es nicht. Das war nämlich... War es auf der anderen Seite von dem... Nee, das war von... Das war hier irgendwo, ne? Auf der Seite bei dem Gitter war es direkt. Zwar unter dem Gitter direkt. Warum kann ich mir das nicht merken? Dabei ist es relativ simpel versteckt. Weil es halt direkt unter dem Gitter ist. Also eigentlich hätte man nur nach unten schwimmen müssen. Naja. Naja. Halb so wild. So, dann setzen wir gleich die Tarnkappe auf und hoffen auf das Beste. Ich weiß nicht, wie lange die anhält, aber wir müssen halt relativ schnell auf die andere Seite jetzt kommen. Das ist halt so die große Kunst an dieser Welt, würde ich, an diesem Level würde ich sagen, aber. Achso, wir können durch die Mauern durchgehen. Okay. Hätte ich das gewusst, du. Hätte ich es auch gleich gesagt, du. So, oh nee. Ich weiß, worin die Kunst liegt, ne? Ja, okay, ich weiß, worin die Kunst liegt. Kunst liegt darin, nach oben zu kommen. Big Oof. Also rechtzeitig nach oben zu kommen. Darin liegt also diese Kunst hier. Vergraben. Also ich habe eine Vermutung, wie wir es machen müssen. Aber dazu müssen wir erstmal diesen Sprung hinkriegen. Das ist ähnlich, so ein ähnlicher Sprung, wie wir schon in der Geisterwelt machen mussten, um auf den Balkon zu kommen, falls ihr euch erinnert. Und der hat ja bekanntermaßen bei mir letztes Mal schon so super geklappt. Falls das überhaupt geht. Kann auch sein, dass es überhaupt nicht geht an dieser Stelle. Aber ich bin der Meinung, es dürfte gehen, weil es ist, man hat ein Feedback an dieser Wand. Von daher, doch, es geht. Es geht, es geht. Merkt man daran, wenn man Feedback hat, dann dürfte auch ein Wandsprung möglich sein. Halt die Frage ist, ob ich es... Ja. Oh Gott. Okay, okay, ich habe eine Vermutung, wie man es machen muss. Oder? Habe ich eine Vermutung, wie man es machen muss, oder habe ich keine? Ich muss vielleicht genau andersrum machen. Also halt erst Wasser anlassen und dann Kappe holen. Geht das? Kann das gehen?
ist halt jetzt eine interessante Frage. Warte mal, ich hab eine Idee. Ich weiß, wie es geht. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Wenn wir nämlich stehen unten, dann können wir die Kappe holen, oder? Es müsste gehen. Ich hätte nur richtig landen müssen. Ah, okay. Das kriegen wir aber hin. Da weiß ich, glaube ich, wie es geht, ungefähr. Wir müssen dann nur richtig landen, an der richtigen Stelle. Machen wir nochmal. Das machen wir nochmal. Weil ich glaube, wenn wir unten stehen quasi, dann können wir die Kappe einsacken. Ohne dass wir normal sein müssen. Kann dies sein? Ich denke, es ist so. Wir müssen halt nur an der richtigen Stelle hinabspringen und so, dass wir über die Mauer kommen. Was das schwierige Unterfangen daran ist. Da kommen wir aus der Mauer raus irgendwie? Ja, okay, wir können auch aus der Mauer rausgehen. Da müssen wir schnell sein. Fast an, wir schaffen es jetzt in dieser Runde nicht, oder? Ah, scheiße. Okay, okay, okay. Aber das kriegen wir hin. Wir müssen einfach nur schnell sein. Dann kriegen wir es auch hin. Ich dachte, man müsste richtig abspringen, aber mit schnell sein geht's auch. Denke ich fast. Hoffe ich. Meine ich. Meine ich zu wissen. Ich war halt jetzt ein bisschen irritiert, weil ich habe ja erst wieder versucht, hier dumm rumzuspringen, aber das bringt nichts. Wir müssen einfach direkt loslaufen und uns auf den Weg zu dieser Kappe da machen. Dann dürfte es gehen. Nein. Jetzt drunter landen. Oh, please. Please, das darf nicht sein, oder? Das darf doch nicht sein. Aber das müsste so funktionieren, oder? Oder verstehe ich die Mission gerade falsch? Das kann auch sein. Ich glaube aber nicht, dass ich sie falsch verstehe. Ich bin der Meinung, ich weiß, wie sie geht. Also ich bin der Meinung, dass es so richtig sein muss, weil alles andere macht für mich keinen Sinn. Alles andere macht für mich einfach sonst keinen Sinn. Ich war wahrscheinlich nur nicht richtig unter dem scheiß Block drunter. Was auch ein bisschen schwer zu sehen ist, wo man denn... Okay, es funktioniert tatsächlich nicht. Ich war nämlich drunter. Es funktioniert nicht. Okay. Wie funktioniert diese Mission? Ich guck das jetzt nach, weil ich hab... Wie soll man diese Mission machen? Okay, Google, viel Spaß. Schauen wir es nach. So. Atlantis Aquaria. Sage mir, wie geht die letzte Mission? Tarnkappe-Wippe, nee, ich gehe. Die hellgrauen Wände bis zum Gitter, dieses könnt ihr noch mal sehen, bis ihr wieder fest geworden seid und springt ihr mit Hilfe des Wandes. Okay. Okay, 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 ich bin dumm. Ich sehe es ein, ich bin sehr dumm. Wir hätten einfach nur warten müssen. Oh, meine Güte. Dummheit sollte bestraft werden, wird sie auch mit der Länge dieses Partes quasi für mich. Also was heißt für mich, für meinen Hals. Wenn mein Hals tut langsam weh. Aber ja. Oh, Dummheit muss bestraft werden. Das ist ganz korrekt. Habe ich nicht anders verdient. Ist okay. Auf zur Tarnkappe. Wo war sie denn noch gleich? Auf der anderen Seite. Oh, bin ich dumm oder was? Ja klar, man hätte einfach nur warten müssen, bis man wieder fest wird. Und dann kann man natürlich mit einem scheiß Wandsprung an den Wänden hinabspringen, auch an den Gittern. Oh. Da hat das Spiel keinen Bock mehr. Nee, Quatsch. War nur irgendwie rausgezoomt. Deswegen hat es angehalten. Ganz merkwürdig. Ganz merkwürdige Schöße hier. Eigentlich ganz simple Mission. Warum bin ich so dumm? Können dann einfach hier gleich einen Wandsprung hoch machen und gut ist. Oh, meine Güte, das gehört bestraft, Digga. Nee, ey. Werd fest. Los, Mario. Dann machen wir es jetzt ganz einfach. Oder auch nicht. Wenn Mario hier nichts geschissen bekommt.
Um Gottes Willen, ich verlange doch nur einen Wandsprung von dir, Mario. Ist das zu viel verlangt? Scheint so. Himmelswillen. Mario? Danke. Um Gottes Willen. Ist das eine hakelige Chose? Digga. Mario? Langsam fange ich an, dich zu hassen, Mario, wirklich. Oh, um Gottes Willen. Ein Krampf war es, hier hochzukommen. Ich hoffe, dieser Part war für euch kein Krampf. Damit haben wir auch Atlantis Aquario abgeschlossen. Dieser Part war merkwürdig, aber ist egal. Im nächsten Part hoffentlich wieder mehr Fortschritt. 3 Sterne heute nur, aber es muss reichen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn so ist, lasst ein Abo da, gebt ein Däumchen nach oben und kommentiert. Bis dahin, Tschüssikowski, euer FlassTV. Bye, bye.